Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute bauen wir mal wieder etwas von einer Serie und zwar Big Mouth. Und zwar wurde das Häuschen sich gewünscht von einem netten Zuschauer. Wir gehen natürlich mal wieder auf Wünsche ein, also vielleicht ist auch dein Kommentar wieder als nächstes Video denn hier auf dem Channel dabei. Von daher immer aktiv deine Wünsche mal reinschreiben. Ja, ich habe mir die Folgen angeguckt, das Häuschen, so wie es, sag ich mal, zu sehen ist. Ich muss sagen, die Serie ist ganz interessant, aber ich glaube, das wird jetzt keine Serie sein, wo ich dran kleben bleibe. Aber warum nicht? Häuschen gefällt mir und in Minecraft wirkt das Ganze relativ schön. Und wie wir uns natürlich jetzt dieses Häuschen bauen, zeige ich dir. Von daher schnappen wir die Blöcke und dann legen wir mal los. So, für dieses schöne Häuschen fangen wir erstmal ganz einfach an, wieder mal mit dem Grundriss. Erstmal mit ein paar Eichenholzblöcke. So, wir setzen jetzt erstmal die Haustür, sage ich mal, einmal hin. So, drei Blöcke jeweils hin, zwei Blöcke in der Mitte freilassen. So, wir fangen erstmal auf der Vorderseite an. Da ziehe ich jetzt erstmal die Seite lang mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke erstmal. So, dann gehen wir nach hinten weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke. So, dann ziehen wir die Reihe einfach hinten einmal komplett lang, bis wir auf der Vorderseite ankommen. So. Und dann ziehen wir das einfach mal nach vorne weg. Wunderbar. So, als nächsten Schritt könnt ihr einfach mal trockenen Betoneimer nehmen. Den einmal vorne überall einmal platzieren. Auf den trockenen Beton setzen wir jetzt ganz normalen blauen Betoneimer rauf. Ich würde mal sagen, drei Ebenen könnt ihr raufsetzen. Und dann macht ihr gleich wieder einmal eine trockene Reihe rauf. Wir machen dann weiter bei der Haustür vorne. Und zwar ab der dritten Ebene könnt ihr es hier einmal zuziehen mit dem blauen Beton. Da könnt ihr auch einmal hier diese Dreierfläche zuziehen. Und wir werden das Ganze hier oben nochmal zack um eine Blockreihe erweitern. So, jetzt fliegen wir, würde ich mal sagen, machen wir erstmal die Vorder- oder die Seiten? Was ist euch lieber? Ich glaube die Vorderseite. Da fangen wir an. So, wir nehmen erstmal unsere Holzblöcke und lasst jetzt vorne einfach eine, die Seite hier einmal frei. So, dann ziehen wir die Ebene rüber bis zur anderen Seite hier. Wunderbar, bis hier vorne. Dann machen wir das Ganze auf eine Zweierebene. Aber Vorsicht, ihr lasst jetzt hier schon eine Blockreihe frei. Und jetzt machen wir das wie so eine Pyramide nach oben. Auch auf der anderen Seite lasst ihr dann hier immer schon mal gleich einen frei. Dann zieht ihr das ganz entspannt bis nach oben weg. Bis wir oben so einen Einer haben. Und jetzt gucken wir oben mal. Wir haben ja 1, 2, 3 Reihen. Die vierte Reihe könnt ihr mal weghauen und da setzt ihr einfach nochmal trockenen Beton einmal dazu rein. So, jetzt okay. Dann haben wir schon mal die Vorderseite soweit. Jetzt fliegen wir einmal auf die Seite. Und zwar, dann nehmen wir wieder einen ganz normalen Beton und ihr lasst jetzt einfach mal drei Blöcke vorne Platz. Und Rückseite fangen wir gleich vorne einmal an. Und zwar wollen wir jetzt hier, sag ich mal, das Dach schon vorziehen für die Seite. Und zwar, wenn wir das so machen, wir lassen jetzt an der Seite hier den ein, dann kommt eine Zweierreihe rauf, so, zwei Blöcke rein, hier einmal rauf, dann wieder einer, so, wieder zur anderen Seite. Jetzt muss ich auch gleich nochmal gucken, wie wir das auf dieser Seite hier machen. Nochmal gezielt, wir machen hier, sage ich mal, vier Blöcke hin und da geht es dann los. So, das heißt, das Muster werden wir dann so beibehalten jetzt. Also wir haben ja angefangen mit einem Einer, Zweier, Einer, Zweier. Und dann kommt wieder hier dieser Einer hin. Dann kommt hier wieder der Zweier hin und dann der Einer ganz oben. So, und hier haben wir dann auf der Seite einmal den Vierer. So, jetzt können wir einmal zur anderen Seite gehen. Da wollen wir das dann natürlich auch einmal nachziehen. So, den Einer ganz hinten können wir schon mal langziehen. Und dann geht es einmal wieder nach vorne. Aber jetzt aufgepasst, hier müssen wir auch wieder ein bisschen was beachten. Und zwar lasst ihr einfach auf der Vorderseite vier Blöcke Platz. Und dann macht ihr einfach hier einen Dreier hin. So, jetzt können wir zur anderen Seite gehen. Hier machen wir schön das Muster hin, das heißt, hier kommt die zweite Reihe hin und dann kommt ein Einer hin. Ja, eine Reihe. Und jetzt könnt ihr auf beiden Seiten synchron das einfach wieder nachziehen, so wie das ist. Also Zweierreihe, Einer, dann kommt hier wieder eine Zweierreihe und oben in der Mitte Einer. Ihr könnt euch auch das gerne noch einmal hier ganz oben verbinden. So, und die Holzebene ganz oben, die ziehen wir auch nochmal zur Seite weg. Das ist einfach so ein bisschen das Muster, damit ihr schon mal wisst, so ein bisschen wie das Dach ist.
Und wir werden jetzt auch das Dach einmal gleich raufsetzen. Und bei dem Dach werde ich jetzt, sage ich mal, wieder tiefer, schiefer Fliesentreppen nehmen und Blöcke und Stufen. Und wir fangen, sage ich mal, auf der Vorderseite an, erstmal mit dem Dach, was wir jetzt, sage ich mal, hier uns auch so gesetzt haben. So, wir beginnen dann an der Seite erstmal mit den Treppen. Ne, die können wir dann hier einmal ganz entspannt so nach oben ziehen. Natürlich, wir sind wieder Vollprofis, das heißt, wir lassen die auch wieder einmal überstehen. Und zur anderen Seite geht es natürlich dann auch wieder so runter. Zieht die aber, also hier braucht ihr die jetzt erstmal nicht überstehen lassen, weil wir das Dach auch gleich bei der Haustür machen wollen. Ihr könnt die einmal noch überstehen lassen und dann würde ich sagen, ja, ihr müsst nicht alle komplett gleich, sag ich mal, drei nach hinten ziehen, weil wir sowieso das Ganze ein bisschen anpassen, aber ich mach's einfach mal. Okay, so, mein Dach ist erstmal vorne soweit vorgezeichnet. Jetzt geht's los dann natürlich mit dem Dach, was wir jetzt hier hinten einmal oben drauf machen wollen, das Hauptdach. So, wir fangen auch hier wieder an der Seite einmal an. Es ist immer so, sag ich mal, dass bei den, wo wir hier diese Zweier haben, unten ein Block immer gesetzt wird. Beim Übergang kommt natürlich eine Treppe hin, beim Zweier immer Block, Treppe, halt, Treppe, Block, Treppe und ganz oben machen wir zwei Treppen hin und oben dann eine Stufe. So ist das Dach, sage ich mal. So, an der Seite geht es natürlich genauso. Jetzt muss ich einfach mal hier gucken, so wie wir das haben. Block, Treppe, Treppe, Block, Treppe. So. Das müsst ihr natürlich dann auch noch einmal vorne überstehen lassen. Und hier machen wir dann einfach nur eine Treppe hin. Und ihr seht schon, wir werden das Ganze dann hier einfach miteinander verbinden. So, jetzt fehlt natürlich nur noch vorne bei der Haustür das Ganze. So, jetzt müssen wir hier ganz einfach nur so ein Treppendach uns wieder hinzeichnen. Fangt ihr einfach auf der trockenen Betonebene einfach an. So, zieht euch das einmal bis nach oben hin. Und in der Mitte treffen sich einfach die zwei Treppen. So, die zieht ihr einfach auch, sag ich mal, nach hinten dann weg. Und dann seht ihr schon, wie das Ganze hier so ein bisschen aufgeht. Wir müssen natürlich ein bisschen Beton hier auf der Innenseite noch machen, dass hier die Löcher, sag ich mal, weg sind. So, auch hier. Kriegen wir mal einfach rein. Jetzt gucken wir mal. Also, hier könnt ihr das Ganze einmal zuziehen. So, jetzt kriegen wir wieder raus. Denn das Dach müssen wir ein bisschen anpassen. Und zwar bei diesen zwei hier. Da könnt ihr auch ruhig zwei Blöcke hier einfach mal hinnehmen und darauf dann nochmal zwei Stufen hinsetzen und dann ist das hier ja abgeschlossen damit. So, jetzt werden wir das Ganze hier unten nochmal ein bisschen anpassen. Ich setze mir da jetzt einfach mal zwei umgedrehte Quarztreppen rein. Aber bevor wir jetzt anfangen mit den Fenstern und mit der Eingangstür, werden wir jetzt nochmal das Dach einmal unten ein bisschen verkleiden. Das heißt, wieder, wir setzen unter geraden Flächen Stufen hin. Und ansonsten könnte ich hier wieder Treppen unter jeder Treppe hier so hinsetzen, unter jeden Übergang. Und wenn ich mir das richtig angeguckt habe, sag ich mal, hatten die das Ganze sogar so gehabt, dass immer diese Ecken, sag ich mal, irgendwie etwas dicker waren. Da war das wirklich, sag ich mal, immer hier so. Aber das ist dann wieder so Geschmackssache, wie man sich das machen will. Ihr könnt auch einfach sagen, ach komm, ich mache das mal nicht so wie in der Serie und lass mir dann das einfach mit der Treppe. Aber, da muss man gucken.
Weil die waren wirklich mit den Ecken, die haben sie so richtig dick gezeichnet. Was auch wirklich nur an den Seiten. Dass immer, sag ich mal, hier dieser erste Übergang so dick ist. Und danach war das so ganz dünn halt verkleidet, so wie wir das halt immer machen, wie ihr das kennt. Jetzt fragst du dich bestimmt, Hotdog, wie mache ich denn jetzt eigentlich die Seite? Denn wir haben jetzt hier so eine gerade Ebene und ich kann Stufen natürlich jetzt nicht so seitlich platzieren. Haha, ja, da machen wir etwas ganz anderes. Und zwar nehmen wir dafür einfach ein paar Falltüren, die wir da einfach ran platzieren. Die sind natürlich von der Farbe her, ja, unsere Alternative dafür. Bis Minecraft uns natürlich erlaubt, auch Stufen an Wände zu platzieren, nehmen wir die jetzt erstmal. Bei mir ist das Ganze jetzt unten einmal verkleidet, sieht dementsprechend aus. Wie gesagt, die Ecken sind etwas dicker gemacht in der Serie. Natürlich muss man das auch einhalten, denn das ist dann einfach diese Routine. Wie gesagt, es ist, ja, wer das Original haben will, der macht das ein bisschen dicker so gemalt, ansonsten müsst ihr es dünn machen. Naja, wie ihr wollt. So, wir machen nochmal was an der Seite, das haben wir jetzt übersehen. Und zwar hatte ich ja vorne hier oben noch so eine Strebe gemacht hier, dann gehen wir mal so rüber, zack, 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 zack. So, dann haben wir, sag ich mal, die Ebene hier, wo ich auch mein trockenen Beton hatte. Und über diesen trockenen Beton könnt ihr an der Seite einfach mal den blauen Beton nochmal austauschen. Und zwar nehmen wir hier einfach ein bisschen Holz, was ihr euch da einfach oben hinsetzen könnt. Tja, und das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Das heißt, ihr übernimmt nochmal hier so die Ebene, wo der trockene Beton war. Der war hier. Okay, so und dann werden wir nochmal was machen und zwar auf der Vorderseite befindet sich noch ein Schornstein, den wir bauen müssen. Ich habe mir das Ganze schon mal so leicht vormarkiert und zwar wir gucken einfach hier von der Seite, wo die Decke haben, vier Blöcke einmal Platz lassen, dann setzt ihr 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. So, die könnt ihr mal einfach mal bis zu unserer Ebene jetzt ziehen, wo wir, sag ich mal, den trockenen Beton haben. Und der Schornstein ist genauso, ne, immer hier auch mit trockenem Beton nochmal gemacht. So, jetzt verkleinern wir den ab hier. So, auf einer Seite eine Treppe hin machen. Dann könnt ihr hier wieder die Blockreihe bis nach oben ziehen. Hier, wo wieder unser trockener Beton ist. Und hier verengen wir den wieder einmal. So, dann haben wir nur noch eine Ebene. Zieht ihr mal bis nach oben weg. So, den mache ich mir jetzt auf eine Zweierdicke. Wieder einmal, trockenen Beton drauf. Und dann macht ihr einfach hier zwei Mauern drauf, die so ab sind. Und dann, ja, habt ihr den Schornstein fertig. So, und jetzt fangen wir an erstmal mit den Fenstern. Und zwar mache ich mal einfach mal ein 2x3 Fenster gleich neben unserer Haustür immer hin. Die Fenster sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Unten Stufen hin, oben kommen Treppen hin. Darunter könnt ihr dann einfach ein paar Falltüren euch platzieren. Und dahinter setzt ihr dann einfach, sag ich mal, die Glasblöcke einfach mal ran. Und das war's schon. So, wir werden jetzt hier auf der anderen Seite ein 5er Fenster mal freihauen. Ja. Stufen unten hin. Und oben kommen dann die Treppen einmal hin. Wir werden, sage ich mal, oben ein Muster gleich behalten. Das heißt, ich setze mir jetzt hier in der Mitte vom 5er einfach eine Stufe hin. Und dann passt das hier, dass wir diese drei Lücken haben. Und da könnt ihr dann auch jeweils hier wieder einmal die Stufen runtersetzen. Ja, also ganz durchfliegen kann ich leider nicht. Da müssen wir jetzt so Innenseite gehen. Und wieder einmal die Glasblöcke dahinter platzieren. So, gucken wir uns nochmal an. Jo, schick. So, hier oben haben wir uns auch nochmal ein Fenster hin. Einfach so wieder diese 3x2 Fenster, die ihr euch hier einmal platzieren könnt. So, jetzt fliegen wir einmal zur Seite.
Hier wollen wir uns natürlich auch noch ein paar Fenster basteln. Ist das eigentlich relativ egal, auf welcher Seite wir anfangen. Ich zähle einfach mal drei Blöcke. Dann schlage ich hier zweimal Blöcke einmal weg. Da setze ich mir Stufe unten und oben einmal hin. So, andere Seite lassen wir auch nochmal drei. Hier so ein kleines. Und dann schlage ich mir in der Mitte nochmal so ein 2x3 Fenster einmal rein. Das hat dann wieder so das gleiche Maß, was wir hier schon die ganze Zeit uns einmal gezeichnet haben. Darüber befindet sich kein Fenster und auf der Rückseite, ja, ich habe jetzt keine Folge wirklich gesehen, wo ich da jetzt Türen und Fenster gesehen habe, von daher kann man sich da austoben, wie man will, welches Muster ihr nehmen wollt. Und auf der rechten Seite gab es offiziell auch gar kein Fenster zu sehen. Ich habe zwar Ansichten gehabt, aber da wurde halt kein Fenster gezeichnet, also ist das auch eher offen, ob ihr da euch was hinmachen wollt oder nicht. So, ansonsten bleibt natürlich jetzt einmal die Vorderseite mit der Haustür. Da machen wir jetzt, sag ich mal, hier oben nochmal das mit den Quarztrappen nochmal hier ein bisschen so zu. Ansonsten nehmen wir einfach mal ein bisschen roten Sandstein. Setzen wir mal zwei Blöcke hier oben drauf. Darüber mache ich dann einfach mal zwei Treppen hin. Und darüber mache ich einfach nochmal ein bisschen Beton hin. Man kann dahinter dann natürlich wieder einmal ein bisschen Glas platzieren. Man könnte noch einen Türknopf ranmachen und man könnte noch ein paar Falltüren davor platzieren. Wenn ihr euch darunter Teppich oder sowas noch macht, dann ist das wie so ein Fußabtreter dafür und ich finde ich ganz passend. Und ja, dann wäre das Häuschen auch schon so gut wie fertig, denn man kann auch eine kleine Deko-Sache vorne machen. Und zwar war vorne noch so ein Busch. Und zwar nehmt ihr einfach ein bisschen ein paar Blätter dahin und formt euch dann einfach hier so einen kleinen Busch einmal davor. Vielleicht nicht unbedingt vom Fenster. Nehmt ein bisschen ein paar Moosblöcke noch dazu, verteilt die so ein bisschen und macht mal die so, dass die auch so ein bisschen überstehen. Weil da haben auch so ein paar Beeren so dran gewachsen, die, sag ich mal, geleuchtet haben. Und das funktioniert halt nur mit Moosblöcken, dass die Dinger da dran wachsen. Tja, und wie sieht dann das Häuschen aus, wenn man sich das Ganze noch ein bisschen mehr dekorieren will? Zum Beispiel mit einer Auffahrt und so. Dann wirkt das natürlich alles ganz anders. So wie natürlich auch, wenn die Beeren hier vorne blühen. Dann ist das hier natürlich das Original, kann man sagen. So wie wenn ihr euch die Fenster verkleidet und so. Das wirkt dann alles doch ein bisschen anders. Ja, ich finde es eigentlich ein relativ schönes Haus, obwohl ich die Serie nicht wirklich aktiv jetzt gucken werde. Obwohl ich die Folge doch ganz interessant fand. Ich habe auch gesehen, in der Aufwand stand nochmal so ein Basketballkorb, den wir ja letztens schon so ein bisschen gebaut haben. Ich habe den nochmal ein bisschen abgeändert, weil die da auch so einen etwas kleineren, schmaleren haben. Hier an der Seite, sag ich mal, von der Aufwart geht es dann in den Garten und wie gesagt, auf der Rückseite, ihr könnt natürlich jedes Fenster machen, aber ich habe nochmal die gleiche Fensterart gebaut wie auf der Vorderseite. Weil, ja, das hat ja eigentlich relativ gut hingepasst von dem Maß her. Immer so drei Blöcke Platz gelassen und dann auch mal gleich ein Fenster hingesetzt. So wie natürlich dann auch nochmal die gleiche Tür wie auf der Vorderseite. Nur dann, dass man halt hier hinten rauskommt. Ja, wie gesagt, an der Seite mache ich keine Fenster hin hier, weil das auch nicht so vorgegeben wurde. Und ach, muss nicht was unbedingt sein. Da kann man sich auch große Bäume oder sowas hinsetzen, dann fällt das nicht so auf. Und ja. Damit haben wir dann das Häuschen hier auch fertig gebaut. So, das Häuschen steht von Big Maut. Ob wir noch ein bisschen was von der Serie bauen, weiß ich noch nicht so ganz genau. Wir schauen. Aber ansonsten schau noch gerne oben in der Infobox nach. Da finden Sie ein paar weitere Videos. Oder abonniere den Kanal, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Haut rein und ciao.